Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Badezimmer. Kriegt man das denn alles hier in das kleine Ding? 4,2 Quadratmeter. Wie geht das? Das zeige ich euch jetzt. So. Ja, so sieht das Ganze jetzt erstmal aus, wenn man jetzt die Tür aufmacht. Und wir fangen hier vorne halt einmal an mit der Kompostiertoilette. Die ja, ist im Endeffekt eine ganz normale Kompostiertoilette. Da hat man hier einmal ein Eimerchen. Und unten ist noch ein Urintank. Und kann ich euch auch zeigen. Ups, einhändig. Auch. Genau, das kann ich ja einmal feststellen und jetzt kann ich halt hier einmal den Hebel runterlassen und das hier einmal rausnehmen. Und jetzt sieht man halt da unten einmal schon den Tank. Nehme ich jetzt nicht nochmal raus. Genau, und dann ja, könnte ich halt jetzt auch den Eimer rausnehmen mit dieser Zwischenplatte da drin. Und das Ganze entleeren. So machen wir jetzt nicht. Machen wir wieder zu. Gut, genau, das ist einmal die Kompostiertoilette. Ganz klassisch, wie in meinem großen halt auch. Und jetzt haben wir hier halt noch so einen großen Schrank. Und hier oben, hier ist auch noch ein Spiegel. Und hier auch noch so ein Hochschrank. Oh, da liegt jetzt nicht viel drin. Die Bürste. Meine Freundin. Und hier ist jetzt der Hochschrank noch. Da haben wir auch noch einige Staumöglichkeiten. Hier ist auch nochmal ein Spiegel. Hallo. Genau. Ja, fürs Badezimmer gleich. Ich baue gleich mal das Badezimmer, dann, damit ihr das auch seht. Hier hat man halt einige Staumöglichkeiten. Streuzeug. Auch dabei für die Kompostiertoilette, genau. Und so sieht das Ganze jetzt hier aus. Auf der anderen Seite halt hier einmal das Waschbecken. Hier hinter sind jetzt die Wassertanks. Zwei Stück habe ich da. Einer ist angeschlossen, der andere ist Ersatz. Und dahinter, also hier, das ist jetzt einmal der Abwassertank. Fast auch 25 Liter. Und da geht dann das Abwasser hin. Ja, viel mehr ist in dem Schrank jetzt hier gar nicht drin. Reicht ja auch. So, genau. Und dann kann man halt hier, ist es über mit 12 Volt angeschlossen. Und dann kann man halt hier das Wasser benutzen. Ist auch schön praktisch, dass man den hier einklappen kann. Denn wenn das Bett nachher drauf liegt, dann stört ein Wasserhahn. Ich mache mal die Tür zu und das Licht an. So, da oben haben wir halt jetzt noch unsere LED-Lampen. Die sind an. Und hier hinter, das ist jetzt die Infrarotheizung. Die habe ich hier auch nochmal mit eingebaut. 300 Watt und für 4 Quadratmeter, 4,2 haben wir jetzt exakt hier, reicht das auch vollkommen aus. Und die kann man hier mit der dem Thermostat hier steuern. Extra so ein Thermostat hier noch eingebaut. Und davor, vor dem Thermostat, hängt jetzt nochmal eine WLAN-Steckdose. Das heißt, ich kann mit dem Handy jetzt einmal dieses Thermostat einschalten und das ist konstant, ist erstmal so auf 25 Grad eingestellt. Das kann man dann darunter regeln, aber damit er erstmal hochheizt, wenn ich sage, ja, jetzt soll er hochheizen, dann soll das so direkt von der Ferne funktionieren. Hier habe ich auch nochmal eine normale Steckdose, wenn jetzt hier nochmal irgendwie was laden will, sein PC oder so. Und hier sind jetzt nochmal insgesamt 4 USB-Steckdosen, einmal 1 Ampere, einmal 2,1 Ampere, 1 Ampere fürs Handy, 2,1 für entweder Schnellladen fürs Handy auch oder eben fürs iPad oder Tablet. Genau, ja, hier ist nochmal ein Lichtschalter. Wofür ist der? Der macht jetzt hier hinten auch nochmal so ein bisschen Licht. Macht das mal aus. Kommt das vielleicht eher zur Geltung? Genau, ich habe da hinten nämlich noch so eine schöne LED-Leiste reingemacht. Und da hat man nochmal schön indirektes Licht. Da freut sich das Schaf. Ja, hier ist dann die Couch. Machen wir mal wieder richtiges Licht an. So.
Hier ist jetzt die Couch. Genau, da kann man sich ein bisschen hinwimmeln. Hier hat man auch halt Platz zum Sitzen. Ich setze mich jetzt mal hin. Ups, hier ist noch ein Tisch von der Seite. Den kann man halt hochklappen. Und ja, dann hat man hier auch noch mal so eine kleine Abstellfläche. So, hier in der Küche halt noch, gar nicht fertig gewesen, zwei Herdplatten verbaut, die mit Touch jetzt steuerbar sind. Und dann hier auf der Seite noch mal so ein bisschen Stauraum und hier alles mit diesen Campingverschlüssen. Zack, so ist es raus und haben hier Besteck halt drin, kann man wieder verschließen. Das ist so ein Sicherheitsverschluss vom Campingzubehör. Hier habe ich jetzt die ganze Technik verbaut, ne, weil wir haben jetzt hier halt einen Wechselrichter drin, dass wir auch die Solarplatten direkt betreiben können, das heißt daraus 230 Volt Strom machen können. Ja, ich würde sagen, dazu mache ich ein separates Video, weil das alles ein bisschen komplexer geworden ist hier mit der Solaranlage. Verlinke ich euch natürlich und dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. An sich haben wir halt hier jetzt ordentlich Leistung drin. Wir haben 900 Watt insgesamt oben drauf und können hier ordentlich halt Kühlschrank und Herdplatten und sogar die ganzen 12 Volt Geräte halt hier mit betreiben. Ja, so. Kühlschrank hat eben auch hier drin, relativ großen. Das ist noch der alte Kühlschrank aus dem großen Autarkmobil. Ne? Da hat man jetzt hier auch ordentlich Platz. Das ist jetzt unser Getränke- und so Soßenkühlschrank. Wenn wir grillen wollen, lagern wir ja die ganzen Soßen. Bringt ja immer jeder was mit und dann wird das hier gelagert. Genau. Und hier, überall wo hier so ein Loch ist, ist halt doppelter Boden. Also da hat man halt eben auch nochmal Stauraum. Ja, und dann zeige ich euch jetzt mal, wie das aussieht, wenn wir das Bad bauen. Denn es funktioniert so, man möchte ja im Bad ein bisschen Privatsphäre haben, dann doch vielleicht. Und wenn dann der Partner vielleicht gerade da drüben auf der Couch sitzt oder vielleicht hier nachher oben auf dem Bett, dann können wir hier einmal dieses Handtuch hier vorspannen. Und jetzt hat man halt ja, so ein bisschen Privatsphäre und da kann der Partner jetzt nicht so wirklich reinduschern. Ist jetzt natürlich so, dass man hier noch so ein paar Lücken hat. Die hat man nicht, wenn das Bett nachher gebaut ist. Aber man hat halt Privatsphäre. Wie kommt man jetzt hier ans Waschbecken ran? Habe ich mir auch was einfallen lassen. Man zieht es einfach hervor, fixiert es. Das kann man hier auch bequem sich waschen. Ja, es funktioniert soweit ganz gut. Ist halt minimalistisch, aber es funktioniert. Ja, dann bauen wir das mal zurück. Und deswegen auch hier der Spiegel, dann kann man sich nämlich gleich einen Spiegel angucken. Hier auch diese ganz praktisch diese Ablagefächer halt, die jetzt in der Tür hier mit drin sind, in dieser Stofftasche. Das ist ganz praktisch, da kann man halt so ein bisschen was reinlegen. Ja. Achso, hier oben, ich kann es vergessen, hier haben wir auch noch so ein bisschen. Ja, da ist natürlich hier ein bisschen Geschirr drin. Und hier und noch ein bisschen Teller, Kerze und hinten, naja, hier noch Pfanne und Topf wahrscheinlich, ja genau, Wasserkocher. Ja, Mülleimer dürfen wir auch nicht fehlen, genau, die haben wir auch nochmal beide. Ja, und so ein bisschen was räumt man dann ja hier nachher noch rein. Die Pfanne, die ist jetzt drüben zum Beispiel. So, jetzt zeige ich euch nochmal, wie das Ganze ausschaut, wenn das Bett gebaut ist. Und da zoomen wir einmal mal hier raus und machen hier einfach mal so Schnips. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn das umgebaut ist. Genau, da unten lagen halt jetzt diese einzelnen Bettgitter drin. Das zeige ich euch auch noch mal kurz. Hier. Na, das sind alles insgesamt drei einzelne. Und die lagen. Ups, ist hier das Feld angegangen. Und die lagen. Und die lagen jetzt hier hinten halt drin.
Da liegt dann auch mal normalerweise die Batterie noch drin. Einfach, da hat man auch noch Stauraum. Ja, und dann schon hat man hier sein Bett. Kann man sich hier rauflümmeln. Ja, so lässt es sich hier liegen. Zu zweit hat man hier genug Platz. 1,40 Meter mal 2 Meter sind es. Und ja, schön gemütlich hier. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, das kleine Autarkmobil, 4 Quadratmeter und eigentlich doch alles drin, was man braucht. Von daher freue ich mich, wenn ihr auch demnächst wieder dabei seid und einschaltet. Und bis dahin, euer Dennis.